Im Folgenden möchten wir Ihnen unser neues Produkt aus dem WHS-Store vorstellen, das VWAP und TWAP-Paket. VWAP steht für Volume Weighted Average Price, also wie der Name schon sagt, der Durchschnittspreis gewichtet mit dem ausgeführten Volumen. Dabei werden Preise, zu denen das meiste Volumen gehandelt wurde, stärker in der Durchschnittsberechnung gewichtet. Der VWAP kann für verschiedene Zeithorizonte berechnet werden. Dieses Paket besteht aus einem Intraday VWAP für das Daytrading, aber das Paket enthält ebenso einen wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, jährlichen und rollenden VWAP. Der VWAP kann nur für Märkte wie etwa die Futures-Märkte verwendet werden, in denen ein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht. Darüber hinaus enthält das Paket den TWAP. TWAP steht für Time Weighted Average Price, also den zeitgewichteten Durchschnittspreis. Der TWAP verfolgt ein ähnliches Konzept wie der VWAP, kann aber auch für Instrumente wie CFD oder Forex verwendet werden, für welche kein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht. Nach Erwerb des Produktes im Store kann man die Indikatoren wie folgt öffnen. Dazu nehmen wir uns zunächst einmal einen Plain 10-Minuten-Chart. Die Indikatoren stehen dann unter Initialanalysen, WHS-Store, WHS und dann in den beiden Ordnern TWAP und VWAP zur Verfügung. In der Designerleiste ist es möglich, die VWAP-Levels des Vortages ein- oder auszublenden. Der VWAP, hier in unserem Beispiel die dunkelblaue, etwas dickere Linie, ist ein Moving Average, der aber im Gegensatz zum klassischen Moving Average nicht fortlaufend ist, sondern am Start des jeweiligen Zeithorizontes verankert wird. Hier am Start des Tages. Die erste, zweite und dritte Standardabweichung des VWAP werden zur Berechnung der Bänder verwendet. Der VWAP ist sehr beliebt bei Daytradern, da er wichtige Bereiche im Chart hervorhebt. So können sowohl die VWAP-Level des Vortages als auch die VWAP-Level des aktuellen Tages als Unterstützung und Widerstand verwendet werden. Schauen wir uns im Folgenden einige Beispiele an. Hier sehen wir einen 5-Minuten-Chart des FDAX Futures. Nach einer seitwärts gerichteten Eröffnung fällt der Markt, korrigiert zum VWAP des aktuellen Tages, fällt erneut, korrigiert zur ersten Standardabweichung des heutigen Tages und bleibt in der Folge den gesamten Tag unter Verkaufsdruck. Es kommt zu einem Trendtag nach unten. Als nächstes schauen wir uns den 5-Minuten-Chart des Mini S&P Futures an. Die zweite Standardabweichung stellt ein wichtiges Level dar. Mit Ausnahme von starken Trendtagen wird sich der Markt nicht sehr lange ober- oder unterhalb dieser Linie befinden. So ist es möglich, an diesen Punkten wie hier, hier, hier oder hier sogenannte Reversion to the Mean Trades einzugehen und als Ziel zum Beispiel den VWAP des aktuellen Tages anzunehmen. Als nächstes ein Blick auf den Mini Nasdaq Future. Hier sehen wir eine starke Eröffnung der Kassamärkte in den USA. Es folgt die Korrektur zum VWAP des aktuellen Tages, wo man sich sehr gut in Long-Position positionieren kann und in Trendrichtung einsteigen kann.
Im Hintergrund sieht man den bereits geöffneten wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen sowie jährlichen VWAP. Diese kann man entweder als Trendfilter verwenden, um den Weg des geringsten Widerstandes herauszufinden und anschließend im Intraday-VWAP-Chart nach Einstiegssignalen in eben diese Trendrichtung zu suchen. Oder aber, wenn man längere Swing-Trades oder Positionstrades machen möchte, kann man auch direkt in diesen höheren Zeitebenen handeln. So sieht man hier zum Beispiel einen mustergültigen Abpraller an der ersten Standardabweichung des Vormonats. In diesem Chart sieht man den jährlichen TVAP für das britische Pfund. Die Abwertung des Pfundes begann im Zuge des EU-Referendums genau an der ersten Standardabweichung des Vorjahres, gefolgt von einer Korrektur zur ersten Standardabweichung des aktuellen Jahres und einer Bewegung zu den Allzeittiefs. Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit einen ersten Einblick in das VWAP- und TWAP-Paket liefern konnten und stehen Ihnen bei weiteren Fragen jederzeit zur Verfügung.